Hallo zusammen, willkommen zurück bei Plague Tale. Und weiter geht's. So, ich muss den Karren da hinten holen. Hat sie mir gerade freundlicherweise gesagt. So, jetzt müssen wir allerdings mal gucken. Ist das Zeug wieder da? Ja, jetzt muss ich nochmal looten gehen. Würde ich gerne auf jeden Fall machen, das Zeug da unten mitnehmen. Ja. Allerdings reicht es ja nicht. Ja, doch, so. Und. So, komm, weg mit euch. Das da. Ah, nein! Nein! Wieso? Wieso das denn? Aber. Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Ja, aber. Wieso haben die Ratten mich jetzt gefressen? Was soll denn das? Hat doch vorhin auch funktioniert. Beziehungsweise in der letzten Folge. Wieso haben die mich jetzt gefressen? Gehst du mal weg da? So, komisch. Jetzt hat sie... naja. Gut, okay. Dann holen wir nochmal das kleine bisschen da unten im Eck. Wenn sie mich jetzt wieder erwischen, dann beiß ich mir in die Füße. So, wieder rückwärts. Aha, sehr schön. Gut, jetzt holen wir den Karren. Dann leuchte ich mal in diese Richtung da, damit die Ratten da verschwinden. Geht mal weg da. Voll umzingelt von diesen Mistviechern, ey. Was soll ich denn das jetzt anstellen? Ich bin doch gar nicht schnell genug. Lass mich mal genau überlegen, wie ich das am dümmsten anstelle hier. Hey, hey. Da liegt noch was zum Looten. Wenn ich jetzt... Das geht nicht. Ich meine, ich kann es versuchen, aber dann, ich weiß genau, was passiert, wenn ich versuche, den Karren dazu ziehen, weil das dauert ja ewig, bis ich den da vorne habe. Also irgendwie bin ich gerade... Bisschen, so ein geringfügiges bisschen überfordert, muss ich gestehen. Gibt es ja noch einen anderen Weg, irgendwas, was schneller geht? Komme ich da durch? Gucken, geht das? Nee, da komme ich nicht durch. Hey, bleib weg von mir. Dreht es mal. Geht es? Riecht es? Nee, natürlich nicht. Also ich schaffe es gar nicht, dass die Ratten alle verschwinden hier. Ja, doch, doch, genau. So, jetzt alle mal in die Richtung. Ja gut, von mir bleibt nichts anderes übrig. Ich werde es halt mal versuchen, ob das funktioniert, aber ich bezweifle das ehrlich gesagt. Dass sie lang genug abgelenkt sind. Das Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle mal festnageln. Ah, warte. Ja, Alter! Hoch da! Ja, das war klar. Ja, ich habe eine Idee. Ich will die ganze Scheiße nochmal machen hier. Also manchmal. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Mhm, genau. So, ich brauche einmal hier diesen. So, ich habe jetzt gerade beschlossen, das restliche Zeug hole ich mir jetzt nicht. Das ist mir jetzt wieder zu doof hier. Ich
Da pass auf, jetzt machen wir das einfach mal so. Treffen das da hinten mal in die Ecke. Das Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle mal festnageln. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Gut. Hoffentlich bewegt sich das Ding noch. Wenn die eine Ratte mich jetzt da tötet, dann krieg's Kotzen hier, gell? Alter! So, warte mal. Das hat jetzt funktioniert. Das heißt, jetzt kann ich mir das Zeug doch mal holen. War zumindest nicht schlecht. Jetzt habe ich es wieder verbraucht. Wetten, jetzt sterbe ich wieder. So. Gut, und jetzt Abflug. Ich mal das Lämpchen wieder dahin. So, jetzt bloß weg mit euch hier. Kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Oh je, ist kompliziert. Oh, oh nein! Oh, so ein Pech aber auch. Das war äußerst diskret. Ja. Gut, nur noch etwas weiter. Ah, komm, noch ein Stückchen. Ja, sieh mal einen an, jetzt haben wir's. Na bitte, es geht doch. Du schaffst das. Mhm. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber es geht. So, erstmal gucken, gibt's hier noch irgendwas Brauchbares? Hat so viel Zeug verballert. Ja. Da ist noch ein Seil. Oder eine Schnur, wie auch immer. Mein Gott, was ist hier passiert? Nichts Gutes. Ich bin fast da. Wehe, dein Buch ist nicht hier, Lukas. Oh Gott, die Kranken. Sie haben sie abgeschlachtet. Die Ratten. Oh, da lebt er noch. Die Ratten losgelassen. Help! Ich kann nichts tun. Was, sie haben die Ratten losgelassen? Sie haben die Ratten auf die Kranken gehetzt? Oha. Das ist schon mies. Guck mal, hier liegt noch. Das kann man noch mitnehmen. Ihr miesen Biester. Verdammtes Rumgequieke. Was habt ihr euch so Wichtiges zu erzählen? Sobald ihr drüben in der Bastion seid, geben sie euch ein... Das Odorus. Ich könnte es versuchen. Machen Hackfleisch aus euch. Okay, versuchen wir's. Hui! Hat funktioniert. Okay, und jetzt einfach schnell weg hier. Oh, da liegt noch mehr. Falls für dich zu spät ist, das nennt man Barmherzigkeit. Aber keine Sorge. Na, alle anderen werden bald gerettet. Hey, wirf sie nicht ständig ins Wasser. Sie treiben alle zur anderen Seite rüber. Bei dem Gestank kann man so langsam keine Patrouille mehr durchschicken. Tja, du hast Glück, dass du überhaupt noch was riechst. So, was machen wir jetzt mit dem Burschen da unten? Oh, guck mal, Alkohol. Und das Odorus funktioniert bei dem nicht, oder? Warte mal, der hat doch gar keine Fackel. Ha! Gut. Nee, warte mal. Hier. Ich könnte die Ratten von der Brücke weglocken. Ja, ich weiß auch schon genau wie. Dieses Geräusch. Das kam von da drüben, oder? Ja. Yep.
Schlagen wir hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, das nehmen wir noch alles mit hier. Er ist schnell weg. Warum sind sie noch hier? Das Ibisango ist die Käfige? Das ist keine gewöhnliche Evakuierung. Wenn wir weiter hier bleiben, wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Und dann wird niemand mehr da sein. Halt endlich dein Maul und hör auf, rumzuheulen. Ich will von dir kein Wort mehr hören. Verstanden? Warte mal, ich lauf mal besser nicht. Ja, das ist manchmal... Da ging es auch lang. Offenbar. Das ist eine dieser Karren der Alchemisten. Da findet sich bestimmt was Nützliches. Ja, aber erstmal muss ich hier ein paar Ratten loswerden. So, guck mal, hier, schön. Alles meins. Da ist noch ein Alkohol. Steinchen. Was ist das? Das ist eine Werkbank, ne? Jo. So. Hier bin ich falsch, oder? Ach, das war jetzt einfach nur eine Loot-Ecke, so wie es aussieht. Da muss ich gar nicht lang. Okay, schade. Ich hoffe nur, die Ratten sind nicht mehr da. Ne, alles gut. Na, wo geht's da hin? Ist da noch was? Ne. Schade. So, jetzt haben wir immer noch die zwei Herrschaften hier, die noch weg müssen. Den können wir theoretisch direkt so die Rübe weghauen. Und... Oh shit. Nichts. Ich sollte mich beruhigen. Mhm. Kannst wieder umdrehen. Warum liegt er da auf dem Boden rum? Weil er tot ist. Was für eine blöde Frage. Kannst du mich hören? Mörder! Damit kommt ihr nicht durch! Ach ja? Ist jemand da? Nein? Ach, da hätte ich ihn hinlocken können. Ja, okay. Aber du siehst mich doch jetzt nicht, oder? Na, Gott sei Dank. Und dann locke ich den mal. Gut, ihr wollt spielen, hm? Geh weg! Ich hab irgendwie das Gefühl, da kommt jetzt gleich. Ja, lauft nur. Ich hab Besseres zu tun. Hä? Bloß, der ist jetzt doch da, wo ich ihn haben wollte. Okay, machen wir das Ganze eben nochmal. Diesmal aber richtig. Ihr macht euch also über mich lustig. Dann wollen wir mal sehen. Ah, nein, nicht werfen! Endlich! Ich dachte schon, ich würde euch nie finden. Was? Wieso? Ich hab doch die Ratten! Damit kommst du nicht durch. Oh Gott, ich hab doch die Ratten losgelassen! Scheiße! Nein! Geh weg! Ja, diesmal verfehle ich nicht! Sag mal, jetzt wähl doch mal das richtige Ding aus. Gott, du musst doch nicht zu fassen hier. Ich hab schon eine Weile nicht mehr gehört. So, komisch. Machen wir es eben doch auf die herkömmliche Art. Ich schieße ihm die Rübe weg, wenn es anders nicht geht. Da. Da ist er. Wieso sind es die Ratten nicht gekommen, verflixt? Oh!
Gut, ihr habt. So. So geht's eben doch am besten. Pech ihr habt, mein Freund. Pech ihr habt. Wenn ihr jetzt kommt, ja, leck mich am Arsch. Ihr Drecksviecher. Bei dem Arschloch hätte er nicht gekommen, gell? Den habt ihr nicht gefressen, aber mich wollt ihr schon wieder vernaschen hier. Ist nicht. Ist nicht. Weg. So, ihr seid da eingesperrt. Jetzt kann ich wieder... Ne, ich verbrenne euch lieber, ganz ehrlich. Sicher ist sicher. Hey, du. Es brennt in mir drin. Was soll ich tun? Ich. Was weiß ich? Wasser. Oh nein, trink das nicht. Das würde ich lassen, mein Freund. Das ist ein Albtraum. Los, reiß dich zusammen. Die Universität muss ganz in der Nähe sein. Wollen wir es hoffen. Oh, Junge, Junge. So, da geht's nicht lang. Vitalis. Der Kerl, der meinen Vater getötet hat, steht in deinen Diensten. Sein Blut klebt also auch an deinen Händen. Erreiche die Universität. Das war erledigt. So, sehr schön. Ich muss mich hier nur noch den Weg freikämpfen, so wie es aussieht. Aha, gucke mal da. Gucke mal da. Da können wir direkt... Jetzt habe ich natürlich... Ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Jetzt habe ich die Ratten am Hals. Das war vielleicht doch nicht so die beste Idee. Mal hier Alkohol, Steine. Sage mal. Kann ich den vielleicht einfach in die Ratten locken? Ah nein, der hat... Doch, warte mal. Sehr schön. Läuft gut. Oh, voll. Okay. Können wir noch ein paar neue machen? Jo. Kann ich wieder mitnehmen. Zack, nichts liegen lassen. So. Wo muss ich denn hin? Sag mal. Ihr bleibt mal schön da, wo ihr seid. Den muss ich noch außer Gefecht setzen. Oh, eine Truhe. Gibt's schönes. Seil, Leder. Stoff. Ah, mein Freund. Wie kriege ich den jetzt noch? Ich glaube, ich sollte erstmal den dann noch ausschalten, weil sonst sieht er mich noch. Bei dem kann ich einfach vorbeischleichen, theoretisch. Oder muss ich da hoch? Ah, ich muss da hoch, okay. Aber dann sieht der mich unter Umständen. Haben wir noch einen Krug irgendwo? Ich glaube nicht. Kein Krug mehr. Ich jetzt versuche den zu den... Ah, doch, da. Guck mal. So, ihr Lieben. Und wir das gleiche Spiel mit dem... Mit dem auch mal. Ich glaube, das funktioniert nicht, oder?
Na, pass mal auf. Geh dich mal dahin. Nee. Gut, dann muss ich eben probieren, ob ich da so vorbeikomme. La 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 la. Ganz schön mutig, was ich hier mache. Ganz schön mutig, was ich hier mache. Ja, endlich. Hat aber funktioniert. Ja, das war wohl falscher Alarm. Was zum Teufel machen die da? Scheiße. Ich dachte wirklich, ich hau einem der Alchemisten eine rein. Reg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Übrigens, einer von denen sagte, dass es Vitalis nicht sonderlich gut geht. Wir wussten, dass das passieren würde. Wir müssen für ihn beten. Hauptseingang? Na, wohl er nicht. Aber jetzt? Wie viele Ketzer haben ihm bereits den Rücken gekehrt? Der Mann ist ein Heiliger, Bruder. Ein Heiliger! Ich glaube nicht, dass ich da reinkomme. Oder da rein soll. Die zwei stehen im Rücken zu mir. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, sieht aus, als würde es da reingehen. Jupp. Im Schatten des Walds. So. Alles klärchen. So, ich würde es aber sagen, ich mache diesmal eine etwas kürzere Folge. Es passt, es trifft sich gerade so gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.